Hallo und schön, dass du da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam eine niedliche Schildkröte. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Meine Schildkröte hat einen großen Panzer, der dient ihr als Haus. Aus diesem Haus schaut ihr kleiner Kopf heraus. Sie kann toll schwimmen und auf ihren Flossenfüßen stehen. Diese könnt ihr nun in meiner Zeichnung sehen. Der Schwanz von der Schildkröte ist klein. Sie ist ein wunderbares Tier und kann schöner nicht sein. Meine Schildkröte ist eine Wasserschildkröte und heißt Clarissa. Sie kommt aus dem Meer und möchte im Sand ihre Eier ablegen. Meeresschildkröten legen alle 2 bis 3 Jahre ihre Eier an Land ab. Wusstest du, dass sie ihre Eier immer dort ablegen, wo sie selbst als kleine Babyschildkröte geschlüpft sind? Das ist wirklich faszinierend. Die Schildkrötenmama legt bis zu 100 Eier und vergräbt sie im Sand. Wenn die kleinen Schildkröten dann schlüpfen, müssen sie sich sehr bemühen, dass sie wieder ins Wasser kommen. Leider schaffen es nicht alle. Die Schildkrötenbabys haben nämlich viele Feinde, die sie gerne verspeisen wollen. Daher sind Meeresschildkröten vom Aussterben bedroht. Dafür können Meeresschildkröten 60 bis 70 Jahre alt werden. Und nun Bühne frei für meine kleine Gastzeichnerin. Meine Schildkröte hat einen großen Panzer. Der dient ihr als Haus. Aus diesem Haus schaut ihr kleiner Kopf heraus. Sie kann toll schwimmen und auf ihren Flossenfüßen stehen. Diese könnt ihr nun in meiner Zeichnung sehen. Der Schwanz von der Schildkröte ist klein. Sie ist ein wunderbares Tier und kann schöner nicht sein. Und wie heißt deine kleine Schildkröte? Meine Schildkröte heißt Henrietta. Nun bist du wieder dran. Zeichne deine Schildkröte und gib ihr einen Namen. Du darfst mir gerne die Zeichnung deiner Schildkröte schicken. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.